Michaela da macht. Ich weiß auch noch nicht, was es werden soll, Martina. Also mit Tesafilm klebe ich immer meine Briefumschläge zu. Martina hat mir einen Link geschickt. Ich soll doch mal gucken, wie man ein Make-up mit Tesafilm macht, dass es hier so schön abgegrenzt ist. Da habe ich gesagt, boah, das machen wir. Das machen wir jetzt für euch hier live und in Farbe. Und noch nie vorher probiert, nie weil ich habe es nur gesehen. Fand die Idee nicht unspannend. Wenn wir sagen Farbe, meinen wir auch richtig Farbe. Wir fangen mal an und malen. Und ich habe noch eine kleine Besonderheit. Und zwar habe ich mir angewöhnt, unseren Faible für Michaelas und Da Vinci Pinsel kennt ihr ja. Ich habe jetzt diesen hier und das ist russisches Rotmarderhaar. Ich komme mit dem komplett zurecht und zwar inklusive Liner und allem. Und ich schmink mich jetzt nur mit diesem Pinsel. Das heißt, einmal Geld hinlegen, einmal haben. Entweder in der Fassung. Ich habe auch einen, aber aus Synthetik. Oder in Echthaar. Und ja, wie ist das denn jetzt mit dem Teser, Liebelein? Also ich nehme hier einen Streifen. Also das macht man beim Travesti-Make-up zum Beispiel auch. Ich nehme jetzt mal Orange und In welchem Winkel? Gibt's ja, so, dass das schön aussieht. So, muss ausprobieren. Also zum Augenwinkel, also jetzt zu den Augenbrauen hoch oder eher, ich mache es jetzt mal ein bisschen mehr zu den Augenbrauen hoch. Guck erstmal in den Spiegel, ob das an dem Auge oder an einem anderen Auge besser Sinn macht, sodass man es in der Kamera sieht. Ja, jetzt ist es doch ein Kameraauge. Außer muss ich es sowieso an beiden machen, sonst ich bin ja eigentlich scheckig durch die Welt laufen. So läufst du nachher rum? Das werden wir jetzt sehen. Ich mache das mit Lila und guck mal, dass ich es einigermaßen. Hat sich ja auch eine Zuschauerin hat sich das ja gewünscht, dass wir endlich mal was machen in echt und nicht runtergerechnet. Ah ja, und das habe ich auch gelesen. Und dann kann ich doch jetzt mit dem Teser, bin ich jetzt ordentlich beklebt. So, das fühlt sich jetzt ein bisschen seltsam an. Zeig mal du. Okay, so ich nehme, haben wir gesagt, Lila. Mhm. Einfach mal da. Und dann gehe ich mal hier so ran und gehe ganz bewusst drüber. Wie witzig. Ja, ich glaube aber jetzt, das muss ich dann doch verpuscheln. Ja, verblenden müssen wir es gleich alles. Mhm. Nochmal da. Ich nehme mal zwischendurch auch mal Applikator. Ja. Okay, es ist witzig, weil man bleibt dann so am Ende, bleibt man so ein bisschen hängen. So, jetzt hoffe ich mal, dass ich beide Teserstreifen in der richtigen, im richtigen Winkel geklebt habe. Ich glaube nämlich, der ist ein bisschen platter als der. Ja. Machen wir es ein bisschen runter hier. So, das ist ein bisschen... Ach, geht auch so. Weißt du, was mir neulich bei den Kommentaren passiert ist, beim Lesen? Ja. Da schreibt jemand, Michaela, du hast heute ein schönes Amu. Und ich so, Amu, was ist das denn? Habe ich aber ignoriert. Und als dann nochmal das Wort Amu kam, habe ich gedacht... Na, jetzt ne, darfst du nicht dumm sterben, muss man nachgucken, was ist ein Amu? Weißt du das, Martina? Nein. Das ist die Abkürzung für Augen-Make-up. Ach du lieber Gott. Ja. Und dann habe ich gestern meiner kleinen Tochter, ne, 15, gesagt, oh, Luisa, du hast aber heute ein schönes Amu. Und sie so, was? Also, ne, ich habe schon gedacht, ich wäre blöd, ich hätte irgendwas verpasst. Nein, das ist noch nicht so rund, dass Amu die Abkürzung für Augen-Make-up. So. Also ich habe jetzt alles erstmal grob aufgetragen und verpuschel das dann mit dem... Mach mal den Pinsel sauber, denn das sollte man dann doch und verpuschel es jetzt einfach auch mit dem hier. Mal ein bisschen grau hier. Oh, das lässt sich aber gut verpuscheln. Okay. Ja, ich ziehe es jetzt mal bis hoch zu den ein bisschen orange. Braun. Und dann mache ich auch noch was anderes in die Mitte. Das sieht nämlich mit Orange auch gut aus. Puh. Jetzt bin ich aber gespannt. Also jetzt habe ich es ordentlich verpuschelt. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt in dem Teser, ob das nicht wie so ein Strich dann hinterher aussieht. Es soll ja wie ein Strich aussehen, Martina. Ach so, okay. Es soll ja ganz sauber abgegrenzt sein. Mhm. Na gut. So, jetzt mache ich hier noch ein bisschen Theater. Hier so in der Mitte. Theater? Ja, mit Aprikose nehme ich sonst auch nicht den Ton, obwohl ich ihn habe. Ach, man vergisst das dann auch, dass man es hat und dann verwendet es man erst recht. Also ich versuche jetzt mal, ob man da auch so, so eine Art Lidstrich hier auftragen kann. Einfach mal über dieses... Tesafilm drüber. Ja, ich hab auch drüber gematscht. Ich habe mich da jetzt nicht an die Abgrenzung gehalten, aber ich bin Erster und mache es jetzt einfach mal ab. Achtung. Ja. Begeisterung? Ist auf jeden Fall praktisch. Also ich würde es jetzt aber noch verpuscheln, oder? Ich würde es trotzdem noch verpuscheln. Ich bin da einfach so. Mach doch mal eine Seite verpuschelt und eine andere Seite nicht.
Dann mache ich da mal ein bisschen, mache ich die Abgrenzung ein bisschen weicher. Das mache ich jetzt mit den Fingern. Jetzt ist schön. So, ich glaube, ich habe mal heute ein bisschen kräftiger aufgetragen als Martina. So, jetzt kommt auch der Aha-Effekt. Achtung. Meine Armhaut. Naja, so wirklich weh tut es nicht. Es fühlt sich ja ein bisschen komisch an. Boah, hey, aber bei dir sieht das toll aus. Na, sie kann es halt, ne? Worauf ihr? Ja, also ich, so wird jetzt nicht für den Tag rumlaufen wollen. Für abends weiß ich nicht, wenn es mal ganz speziell sein soll. Wie man erkennen kann, da fehlt ja auch noch die perfekt gemachte Augenbraue. Die ist dann natürlich Pflicht zu so einem abgegrenzten Augen-Make-up. Muss man dann auch eine ganz ordentliche Augenbraue haben. Wobei mir das dann für mich schon wieder viel zu hart wird. Also ich habe jetzt das Problem, ne, nur zum Thema, wir machen was in echt, was dann 40 vielleicht doch nicht so dolle ist. Ich habe mir ja jetzt das Lila hier oben reingezogen. Und wenn ich jetzt die Augen entspanne und nicht so mache, wenn ich die so mache, habe ich keine Falten. Und wenn ich die so mache, dann sehe ich hier, da hat sich jetzt das Lila reingesetzt. Und ich glaube, das ist suboptimal. Das lasse ich. Also mit der Grenze, das hat mir gut gefallen. Da sieht man es auch nicht so doll, aber da habe ich auch wirklich so eine Falte. Ne? Doof. Die ist bestimmt neu. Ganz so, die war gestern noch überhaupt nicht damals. Ne? Die war vorhin auch noch nicht da. Ja, das ist jetzt, da sitzt, also die sieht man jetzt ganz doll. Guck da jetzt nicht so hin. Doch. Ja, also auf. Wer mal ein richtig intensives, starkes Augen-Make-up machen möchte, ist das bestimmt ein sehr, sehr brauchbarer Tipp. Ihr denkt dran, hier nochmal in Hautfarbe anzugleichen, damit das nicht optisch runterzieht. Ne? Ich probiere das jetzt mal, wenn ich einfach mattieren. Also ich komme mir sehr, sehr fremd vor. Aber es gibt bestimmt ein paar, die sagen, aber es sieht schick toll aus. Das sieht, also ich finde, ihr steht super. Also für sonst wohin, ne? Wo soll ich denn sonst wohin gehen? Ja, abends halt. Also vom Effekt her, dass das hier hinten so rausläuft und dann aber auch so ganz gerade aufhört, finde ich, sieht bei dir total toll aus. Na gut. Muss Haare wegmachen, ne? Sonst sieht man das nicht. Oh, schön. Das ist ausbaufähig. Das gefällt mir sehr gut. Wer Pflasterallergie hat, hat halt Pech gehabt, ne? Ja, und oder es muss man allergisch. Aber es hat Pflaster jetzt aufnehmen. Eigentlich vom Make-up mit Pflaster geht es bestimmt genauso, ne? Und wie gesagt, ich komme hier mit meinem, wie heißt der, Gold, irgendwas mit Gold. Ach Gott, was sollte ich auch nochmal sagen? Also das war Da Vinci Gold Eye 969641. Ist ein, wie nennst du ihn, Katzenzungenpinsel? Mhm. Ja. Und ich mache inzwischen fast alles damit. Bin total begeistert. Das ging jetzt mit dem auch ganz gut, ne? Auch ein Da Vinci. Auch mit einem. Ja. Eben, also gar nicht so viel Geschiss machen. Ich habe auch was anderes noch dazu benutzt. Ja, ich hab natürlich auch 1000 andere Pinsel und ganz viele von Michaela und so. Und dann verguckt man sich dann in einen oder nimmt man den und dann geht ein Vierteljahr ins Land und noch was Neues. Also ein Visagist hat eine Pinselrolle, wo mindestens 50 Pinsel drin sind. Und jeder Pinsel hat eine ganz bestimmte Aufgabe. Das ist einfach so. Ja. Das ist wie ein Koch, der in der Küche ganz viele unterschiedliche Messer hat. Und dann gibt es halt noch so ein paar Bequeme wie mich. Also gefällt euch das jetzt so, ja? Also mir gefällt es auch gut. Nicht für jeden Tag, aber um ne, mal so richtig Vollgas zu geben, auch Ü40. Ja, auf jeden Fall. Ist auch schöne Farbe. Okay, na, probiert's aus. Schreibt uns, wie viele Tesarollen ihr verklebt habt und wie das alles so geworden ist. Also, ihr Lieben. Bis die Tage. Und ich kleben bleiben.